Gar keine Frage, dieser Stimulus-Tsunami durch die Chinesen ist die Nachricht des Tages. Und die Frage ist, naja, welche Konsequenzen hat das? Kann das vielleicht sogar dazu führen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen gar nicht so deutlich senken kann, wie von den Märkten erwartet und auch schon längst eingepreist? Denn wenn eine so gigantische Wirtschaftsmacht wie China anfängt, massiv zu stimulieren, dann kann man sich vorstellen, dass Nachfrage steigt, dass Preise steigen, vor allem für Rohstoffe, aber auch für andere Dinge. Und dieser Preisdruck, der dann dafür sorgt, dass eben die Inflation wieder anzieht, und dann kann die Fed die Zinsen nicht so stark senken. Neben einigen anderen Dingen wollen wir uns mal das Geschehen anschauen. Da ist wirklich Interessantes zu berichten. Wir starten zunächst mal mit dieser Stimulusbombe. Das soll angeblich das Wirtschaftswachstum beflügeln. Mal sehen. Ich werde Ihnen ein paar Grafiken zeigen, die das im Mindesten im Zweifel ziehen. Aber eins scheint klar. Jetzt hat China das Signal gegeben, kauft Aktien, liebe Chinesen und auch ausländische Investoren. Denn man hat faktisch es eingerichtet, dass Investoren bei der Notenbank Geld leihen, bei der chinesischen Notenbank, um damit Aktien zu kaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre in etwa so, als wenn die Fed sagen würde, ja, willst du 10 Millionen Dollar haben, dann kannst du sie haben, ich leihe sie dir und dafür kaufst du dann Aktien und diese Aktien wiederum hinterlegst du bei mir als Sicherheit für den Kredit. Also ein wunderbares Pumpspiel, wie du die Assetpreise nach oben bringen kannst. Das ist sozusagen das Endstadium, das man erreichen kann als Notenbank. Das hat schon fast japanische Dimensionen und trifft jetzt vor allem große Player am Markt, wie die von der Bank of America befragten Großinvestoren, die jeweils viele, viele Milliarden Dollar unter Verwaltung haben, und deren zweitbeliebtester Trade ist, Short in China-Aktien zu sein, wie wir hier sehen. Hier ist Juli, August, September und die Short-Positionen, die wurden immer weiter aufgebaut. 19% sind Short in diesem Trade. Das ist damit der zweitmost crowded Trade, den es gibt nach den Magnificent Seven Long Trade. Also wir sehen, das dürfte viele erwischen und dürfte viele vielleicht auch veranlassen zu sagen, Mensch, ich muss jetzt die Position drehen. Jetzt gehe ich long in chinesischen Aktien und gehe vielleicht raus aus amerikanischen Aktien, speziell aus diesen sehr gut gelaufenen amerikanischen Aktien, also den Magnificent Seven, vor allem vor dem Hintergrund, dass natürlich die Alibabas, die Tencents und wie sie alle heißen, viel, viel günstiger bewertet sind als eben diese amerikanischen Tech-Aktien. Also das könnte eine Dimension sein, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Und eins scheint klar, China hätte diesen Schritt nicht machen können, wenn jetzt nicht die Fed diese große Zinssenkung oder insgesamt eine Zinssenkung gemacht hätte, denn das hätte bedeutet, dass man dann seine eigene Währung weiter abwertet. Also in diesem Umfeld wäre das nicht möglich gewesen. Also die Fed bereitet den Boden letztendlich für die Chinesen. Die Chinesen wiederum könnten dafür sorgen, dass die Fed die Zinsen nicht so senken kann. Und so sehen wir die Rohstoffe, etwa Kupfer 3,23% im Plus, Platin, Palladium, alles im Plus, vor allem Silber sehr deutlich im Plus, aber eben auch der Ölpreis im Plus. Und jetzt ist dieser massive Stimulus sozusagen, der trifft jetzt noch auf die Zinssenkung der Fed, auf die Zinssenkung der EZB. Stimulus, Stimulus, Zinssenkung, Zinssenkung, Zinssenkung. Und wie willst du dann letztendlich diese inflationären Tendenzen wieder bekämpfen? Das ist die große Frage. Und darauf reagieren die Anleihemärkte, hier sichtbar in der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die heute Morgen auf 3,8% wieder gestiegen ist. Und das, obwohl ja die Fed die Zinsen gesenkt hat. Warum passiert das? Weil eben die Anleihemärkte sagen, naja, Kinder, ihr kümmert euch nicht mehr um die Inflation und dementsprechend wollen wir einen bestimmten Risikoausgleich haben, wenn wir amerikanische Schulden kaufen, denn das, wie die ganze Gemengelage derzeit aussieht, könnte die Inflation wieder nach oben gehen. Also verlangen wir höhere Renditen. Das ist jetzt einer der schnellsten Anstiege hier von 3,6 auf 3,8%, die wir gesehen haben in den letzten Jahren. Ja, inzwischen sind
sind die Renditen wieder ein bisschen runtergekommen auf aktuell 3,75%. Aber hier sagt auch JP Morgan, ja, bisher war ja die USA der Anker des globalen Wachstums. Aber wenn jetzt China so ein Reboot macht, dann wird das Inflation Pressure hervorrufen, wird also Inflationsdruck hervorrufen. So keep an eye on commodities and bond yields. Also achten Sie auf Bondrenditen und eben Commodities, die ja nicht so gut gelaufen waren, eben aus Sorge auch vor China und dieser schwachen Wirtschaft, die da der Fall war. Aber achten Sie vor allem auf die Kapitalmarktzinsen, also die Renditen, denn es könnte die paradoxe Situation entstehen, dass Geld immer teurer wird, weil die Kapitalmarkt eben Zinsen steigen und die steigen, weil die Märkte fürchten, dass die Inflation wieder ansteigt, weil eben die Notenbanken eine so laxe Politik derzeit fahren. Und wir sehen dann Erstaunliches, wir sehen eine sehr starke Entinvertierung der Zinskurve, eine Versteilung der Zinskurve, die dreimonatige und die 10-jährige US-Staatsanleihe. 49 Basispunkte in den letzten Tagen. Das ist der stärkste Move seit März 2020, Corona, und Dezember 2010. Also da passiert schon etwas am Anleihemarkt, während die Märkte nach wie vor sagen, ja, die Fed, die wird ja schon ganz dicke die Zinsen senken. 59% Wahrscheinlichkeit laut Kalshi, dieser Wetteplattform, dass wir mindestens noch drei Schritte sehen, also wahrscheinlich ein 50er Basispunkte Schritt und ein 25 Basispunkte Schritt, also einmal 0,5, einmal 0,25, das ist die Wette. Hier sehen wir mal, was die Fed Fund Futures hier einpreisen. 50% Wahrscheinlichkeit, dass wir am 18.12., also kurz vor Weihnachten, dann bei 4 bis 4,75% sind. Also eben die Senkung einmal 50, einmal 25 Basispunkte. Und dann geht es immer weiter mit den Zinssenkungen. Aber ist das wirklich der Fall? Ist das eben auch der Fall, was die Investoren einhellig fast gesagt haben? Ja, die Renditen werden sinken, die Kapitalmarktzinsen werden sinken, weil ja die Fed die Leitzinsen senkt. Es gibt ja diesen wichtigen Unterschied zwischen Leitzinsen, das ist der Zinssatz, den die Notenbanken festlegen, und den Kapitalmarktzinsen. Das sind die Zinsen, die letztendlich von den Märkten ausgehandelt werden, was es also bringen muss, damit jemand anderen Geld leiht. Und hier jetzt mal zurück nach China wieder und die Frage, naja, wird das etwas bringen? Also wird wirklich dieser Stimulus funktionieren? Das ist die ganz, ganz große Frage. Manche zweifeln dran und sagen, naja, also viele Chinesen fürchten um ihren Arbeitsplatz. Viele Pleiten, viele Firmenschließungen, die wir gesehen haben. Wir sehen, dass die Profite der Unternehmen weiter runtergehen. Wir haben gesehen, dass die Immobilienpreise ja sehr stark gefallen sind. Und wenn die Immobilienpreise fallen, haben die Chinesen faktisch weniger Geld. Die Immobilie ist praktisch die Kreditkarte des Chinesen, könnte man sagen. Je weniger die wert ist, umso weniger gibt es eine Kreditkarte her. Und jetzt auch hier vor allem das große Problem, wir haben ja schon ein Deleveraging, also eine Enthebelung in China in Sachen Schulden. Die Leute versuchen sich zu enthebeln, und wenn ich jetzt sozusagen Stimulus betreibe, also versuche die Nachfrage anzuheizen, die sozusagen vielleicht gar nicht kommt, weil die Leute erstmal damit beschäftigt sind, sich zu enthebeln und nicht sich neu zu hebeln, weil sie sagen, naja, ich bin froh, wenn ich aus dieser Nummer irgendwie wieder rauskomme. Wir sehen hier übrigens den Lei-Index aus China, was Sie hier links in der Grafik sehen. Das sind die Frühindikatoren, die sind fast auf dem Niveau jetzt schon von Corona. Der Aktienmarkt allerdings in China mit dem besten Tag seit 4 Jahren. Und hier diese Grafik verdeutlicht das so ein bisschen. Dieses Gelddrucken, das hier offenkundig geplant ist. Bisher sind die Interventionen der Notenbanken und der chinesischen Notenbank und der Politik aus Peking bisher eher krachend gescheitert. Aber es, hier sehen wir mal auch die Hauspreise. By the way, ich hoffe, das können Sie auch sehen. Aber hier sagt ein Kommentator, also jedes Problem, das aktiv angegangen wird, muss ja irgendwann auch beginnen zu scheitern. Also irgendwo muss der Beginn des Scheiterns auch sein. Der ist vielleicht heute. Wir werden sehen, ob das Ganze durchgeht oder wie es das Ganze funktionieren wird. Kommen wir jetzt nochmal zur Fed. Und da hat sich Bowman geäußert, jene Dame als Fed-Governor, die ja gegen die Zinssenkung gestimmt hat. Und sie sagte, naja, ich sehe die Risiken in Sachen Inflation höher als die Risiken, was den US-Arbeitsmarkt betrifft.
fast alle anderen FED-Mitglieder hatten ja gesagt, ja, guckst du, Arbeitsmarkt, na, da wollen wir versuchen, dass da nichts anbrennt, dass da eine weiche Landung am Arbeitsmarkt passiert. Bowman sieht es anders. Auf der anderen Seite des Spektrums argumentiert hier Goolsbee von der FED, der sagt, ja, by the way, wir müssen uns jetzt mehr auf anekdotische Daten verlassen. Damit meint er so etwa das Beigebuch. Jim Bianco sagt, also ihr könnt es nicht mit ökonomischen Daten rechtfertigen, dass ihr jetzt die Zinsen 0,5% gesenkt hat, also fangt ihr an mit anekdotischen Daten. Hier sehen wir also die Kritik, die hier durchaus stärker wird, gerade von Seiten der Republikaner, by the way, die sagen, das ist ein Gefallen für die Demokraten. Und wir haben heute auch die Hauspreise bekommen, die sind jetzt wieder 6% gestiegen zum Vorjahresmonat, sind auf Allzeithoch, und in dieser Situation wird die FED die Zinsen senken, was dazu führen wird, wahrscheinlich, dass die Hauspreise weiter steigen, dass die Vermögenspreise weiter steigen, dass damit sozusagen wieder die Reichen besonders profitieren. Und Vermögenspreise sind aus meiner Sicht, wird zwar offiziell nicht so gezählt, aber eben auch ein Bestandteil von Inflation, weil ja eben Vermögensgegenstände mehr wert wären in Geld, also Geld wertet ab im Vergleich zu diesen Assets. Und das ist auch ein zentrales Problem, das in Argentinien der Fall ist. Da hatten wir ja diese Hyperinflation. Jetzt ist Milei angetreten und ich habe gesprochen mit Philipp Bagus, der ist Wirtschaftsprofessor, Ökonom in Madrid. Ein Deutscher, aber der persönlich bekannt ist mit Javier Milei, der da einige interessante Geschichten erzählen kann, der auch ein Buch veröffentlicht hat über die Ära Milei, und der sagt, wenn Milei gewinnt, dann wäre das sozusagen für alle sozialistischen Denkmodelle, für alle Linken ein riesiges Problem, und die Erfolge sind ja schon da. Wir sehen die Mieten fallen, das Angebot an Häusern steigt, die Inflation ist zurückgegangen, es gibt kein Staatsdefizit mehr. All diese Dinge, das Interview, das ich mit ihm geführt habe, können Sie lesen auf finanzmarktwelt.de. Ich packe Ihnen den Link drunter, da können Sie übrigens, by the way, wenn Sie es wollen, mit einem Link auch das Buch kaufen, falls Sie es interessiert. Das ist die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, wir wollen uns nochmal genauer die Strukturen anschauen, die jetzt der Fall sind. Da gibt es hochinteressante Dinge, die ich Ihnen berichten möchte. Im zweiten Teil, auch da natürlich der Link, wieder unter dem Video. Bis gleich.